Ausgang. Ein Streifzug mit Anuschka, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch... Mir wurde mal gesagt, das Schöne an meinen Bildern ist eigentlich so das, was ich weglasse. Andere Fotografen haben ein Riesenset dabei. Also da sind sie mit 2-3 Kameras unterwegs, haben dann noch 5 Objektive, die alle aufgewechselt werden können. Du hältst es handlich, ne? Ich halte es sehr handlich, das muss in die Jackentasche passen. Das alles und mehr jetzt in Ausgang. Ausgang Podcast, ein Streifzug mit. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe mit Toni. Und dem Sebastian. Ja, und wir haben einen Gast. Ja, es ist wieder soweit. Wir haben wieder einen Gast hier. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich heiße Anuschka Wenzlowski. Hallo. Hallo Anuschka. Schön, willkommen an unserem kleinen Tisch. Ja, schön hier zu sein. Wir freuen uns, dass du uns besuchst. Anuschka ist da. Richtig, haben wir gerade schon gehört. Und die haben wir natürlich nicht ohne Grund eingeladen, denn sie ist uns aufgefallen, aber gar nicht direkt sie selber. Nein, sondern ihre Fotos. Denn Anuschka fotografiert. Sie ist, ich würde sagen, autodidaktische Fotografin, so kann man das ja sagen, ne? Ja, und wir sind vor kurzem hier im Bürgerzentrum Ehrenfeld in Köln übrigens gewesen und haben dort ein paar ihrer Bilder gesehen in der Ausstellung Streifzüge, ne? Mhm. Und ich dachte mir, dass das ganz gut passen könnte zu einem Streifzug mit, und deswegen ist sie heute bei uns. Ja, Zufall. Ja. Total. Da merkt man auch dann sicherlich mal, dass Ausstellungen funktionieren. Vor allem, wenn sie so offen sind. Das ist ja jetzt keine Ausstellung gewesen im Sinne von, man geht ins Museum und zahlt da Eintritt und ist dann Teil einer großen Gesamtausstellung, sondern es ist ja quasi in einer offenen Räumlichkeit gewesen, wo die Bilder, die Fotos, glaube ich, noch bis Ende April oder genau, Anfang bis zum 28.04. geht die Ausstellung. Ja, und mir gefiel das eigentlich, in einem Bürgerzentrum auszustellen, weil meine Bilder sind ja auch aus der Stadt. Ja. Und ins Bürgerzentrum kommen die Bürger der Stadt. Und da fand ich das schön, das da zu präsentieren. Sehr nah an den Menschen auf jeden Fall. Es ist eine schöne Location und auch natürlich schöne Bilder. Es gibt einige davon auch auf deiner Homepage zu sehen. Dafür kommen wir später noch zu. Mhm. Und vielleicht können wir auch ein paar in den Blogpost packen dazu. Wir schreiben mal einen Blogpost mit Informationen. Aber da sind wir noch gar nicht, ne? Nee, wir fangen mal ganz von vorne an. Fotografie ist etwas sehr Schönes. Heutzutage glaubt ja auch jeder irgendwie, er könnte es mal eben machen. Die Erfolge sieht man dann noch oft online und denkt sich auch, ja, nicht jedes Foto, was jemand mal geschossen hat, muss er dann auch wirklich online stellen. Mhm. Aber wie hat es denn bei dir angefangen mit der Fotografie? Wie hast du so dein Faible dafür gekriegt? Ging das schon im Kindesalter los oder wie ist das gekommen? Also eigentlich habe ich früher immer nur geknipst, wie man so sagen würde, wenn ich in Urlaub war, aber... Noch mit diesen, zum Ausziehen und dann drücken und dann aufzumachen, damit das Film, der Film weitergeht, mit dem orangen Knopf? Nee, ich hatte diese Wegwerfkameras mit 30 Bildern oder so, und die gibt man dann komplett ab oder gab man komplett ab. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber... Ich habe es auf Partys letztens noch gesehen. Ja, die gibt es tatsächlich noch, als Partyspaß. Genau, und das hatte ich dann im Urlaub mit und habe aber nicht jetzt auf Bildgestaltung oder so geachtet. Das war halt einfach nur Erinnerungen. Ja, genau. Und das waren die Erlebnisfotografie, also das heißt Erinnerungen festhalten und genau, mehr aus Spaß halt einfach. Genau. Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass du irgendwann entdeckt hast, da kann man noch mehr mitmachen als nur Erinnerungen festhalten? Ja, das war eigentlich mehr Zufall. Also ich hatte am Rhein halt gesehen, nach dem Hochwasser hing da alles voll mit Müll, Plastik und irgendwie so, es sah fast aus wie so Skulpturen teilweise. Und da habe ich gedacht, das versuche ich jetzt irgendwie mal festzuhalten und das irgendwie auch als was Schönes darzustellen. Also eigentlich ist es ja was Hässliches, aber irgendwie, je nachdem, wie man es halt dann zeigt, kann es auch schön aussehen. Und das hat mich fasziniert. Also eigentlich, weil ich so dachte, das ist eigentlich wie Skulpturen. Also aufgrund des Blickwinkels, der Betrachtungsweise, wie man so etwas eigentlich sehen kann, dass man halt nicht so vorbeigeht und sagt, ja, Dreck, da muss die Stadt mal vorbeikommen, einsammeln und zusehen, dass wir hier mal wieder Liebe deine Stadt, deine Stadt auch schön hinbekommen. Mhm. Das einfach mal aus dem Blickwinkel der Kunst ja letztendlich auch ja, zu sehen. Ja, genau, ne? Dass man das einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zeigt und vielleicht auch mehr darauf aufmerksam macht dadurch, weil es ist ja eigentlich auch eine traurige Sache, was da alles hängen bleibt und was in dem Fluss da eigentlich auch schwimmt alles. Ne? Ja. Und wie bist du denn auf die Idee gekommen, das öffentlich zu machen? Das habe ich dann erstmal sogar 2 Jahre lang gemacht. Immer wenn Hochwasser war, bin ich dann wieder hin und habe dann danach fotografiert. Und
Das habe ich erstmal gar nicht öffentlich gemacht, nur meiner Mutter gezeigt, die auch Künstlerin ist und die war ganz begeistert von den Bildern, hat mich dann eigentlich erstmal erstaunt. Ja, und dann bin ich in die Stadt gegangen, habe ich gedacht, jetzt versuche ich da auch mal zu fotografieren. Und dann habe ich das einmal gemacht und danach hat es mich gepackt und habe dann auch überall Motive gesehen. Ja, mir war eigentlich gar nicht klar, dass ich Sachen sehe, die andere nicht sehen. Für mich war das ganz normal, was ich da fotografiere und hörte dann halt von den Leuten, denen ich die Bilder gezeigt habe, dass die alle sagten, oh, was ist das denn? Und das ist ja spannend und ja. Das sind ja Details, die man noch gar nicht gesehen hat, ne? Genau. Ich finde das mal ganz spannend, einfach so als Einwurf, wenn man einfach mal sogar durch die Stadt läuft und mal hochguckt, ne? Wie Häuser zum Beispiel aussehen oder sowas, finde ich, sowas geht ja ganz schnell auch einfach unter, da man ja eigentlich immer geradeaus guckt oder wenn überhaupt auf den Boden. Da einen besonderen Blick für zu haben, ist, glaube ich, gar nicht so normal. Ja, ne? Finde ich. Bei dir ist ja das beste Beispiel, dass es eben etwas länger gedauert hat, bis du darauf gekommen bist, dass diese Passion überhaupt in dir lebt. Ne? Mhm. Und wann hast du angefangen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen? Wann hast du dich getraut, das mal anderen Leuten zu zeigen auch? Das ging eigentlich relativ schnell. Ich denke aber auch dadurch, dass meine Mutter halt Künstlerin ist, dass sie einfach gesagt hat, komm, mach doch mal eine Ausstellung. Und ja, ich glaube, nach 2 Jahren habe ich dann schon meine erste Ausstellung gemacht. Erstmal in einem ganz kleinen Rahmen. Das war damals auch im SBZ Nippes, wo ich dann auch wusste, wenn es jetzt nicht alles perfekt ist, ist das egal. Also ich kann mich da erstmal ausprobieren. Fand ich auch sehr angenehm. Ja, und dann kam diese Ausstellung also unheimlich gut an. Alle waren begeistert und habe sogar schon meine ersten Bilder verkauft. Also wow. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich glaube ich auch nicht, wenn man da so zum ersten Mal auf der Bühne steht und denkt, so, es sind eigentlich ja nur Bilder. Und jetzt hat Mutter zwar gesagt, die sind gut und sie hat sicherlich auch Ahnung, aber man denkt dann ja nicht direkt daran, dass jemand tatsächlich Geld dafür auch bezahlt, ne? Ja, das Schönste war sogar, dass einer ein Bild, der hatte also kaum Geld und das Bild, ich hatte da damals auch noch billigere Preise, habe ich dann für 60 Euro verkauft und der hat mir das dann in 6 Raten abbezahlt. Wow. Und der hatte wirklich kein Geld und das Bild hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, ich möchte das gerne haben, unbedingt haben und bezahle dann jeden Monat 10 Euro. Und für ihn war das viel Geld. Und das ist natürlich die größte Wertschätzung, die man irgendwie bekommen kann. Absolut, ja. Klar. Ja. Total schön. Was steht denn von der Motivwahl her bei dir im Vordergrund? Wir hatten eben den Müll, also so das Skulpturenartige. Mhm. Jemand, der jetzt keine Vorstellung hat und gerade nicht bei dir auf die Homepage schauen kann. Was würdest du sagen, ist so der Fokus, den du hast? Worauf schaust du? Was erkennst du so Besonderes in deiner Umwelt, was du fotografierst? Ja, viel so grafische Formen, geometrische Formen, Farben. Was ich auch gerne fotografiere, sind Baustellen. Wo immerhin viele Formen aufeinandertreffen. Genau, das finde ich nämlich immer sehr spannend. Und dann halt dann so die schönen Details irgendwie da so, also was ich jedenfalls schön finde, da so, ja. Also mir wurde mal gesagt, dass das Schöne an meinen Bildern ist eigentlich so das, was ich weglasse. Also dass ich halt so einen bestimmten Rahmen habe. Das Ganze soll quasi also einen bestimmten Rahmen haben, eine bestimmte, irgendwie abgeschlossen sein. Also das heißt, ja, das Motiv, was du einfängst, man könnte es ja auf der einen Seite natürlich als Begrenzung empfinden, dass das Bild links und rechts und oben und unten Ende hat. Mhm. Und du versuchst aber einen ganz bestimmten Ausdruck in diesen 4 Seiten festzuhalten tatsächlich. Genau, ja, kann man so sagen, ja. Mhm. Und dabei ist aber alles erlaubt oder hast du da deine Grenzen oder sagst auch, das würde mir nie vor die Linse kommen oder nicht, das würde ich so nicht fotografieren, weil es für mich nicht interessant ist. Also nee, ich glaube Katzenfotos. Ja, Katzen, Blumen, das ist bei mir dann eher nicht. Menschen auch eher selten, also wenn dann meistens eher von hinten oder ja, ich traue mich auch noch nicht so. Ich finde eigentlich so die Streetfotografie sehr spannend. Aber ich traue mich gar nicht, so Menschen zu fotografieren. Das würde mich schon reizen, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, trotzdem. Also vielleicht mal so als Experiment erstmal für dich selber, da auch mal einfach zu probieren. Ich würde mich zur Verfügung stellen, sofern du irgendwann mal Lust hast. Das ist nicht schlecht. Ja. Weil ich mir ganz gut vorstellen könnte, dass du da auch so einen Blick für Charaktergesichter hast.
von dem du vielleicht noch nichts weißt, keine Ahnung. Ich spekuliere nur, aber wenn man sich deine Bilder anschaut, finde ich, und ich habe einige mir angeguckt, habe ich schon eine gewisse Handschrift entdeckt und auch gesehen, dass da sehr viel Konzept drin steckt, obwohl du es vielleicht gar nicht bewusst machst, ne? Denn ich denke mal, dass die Motive, du gehst nicht raus und sagst, ich möchte Motiv XY jetzt haben, sondern du fotografierst es, also du siehst es irgendwo, dann kommt es, wird es gebannt und dann ist es da. Und da habe ich eben auch ganz viele Sachen entdeckt, die du eben schon beschrieben hast, mit das Spiel mit Formen, die so aufeinandertreffen oder sich entgegenkommen, Licht, Dunkelheit, Schönheit, Hässlichkeit, ja, Farben. Und das ist echt ganz toll, finde ich. Das kommt sehr, sehr gut durch. Was treibt dich denn eigentlich an bei der Motivsuche? Was ist so dein Motor für die Fotoauswahl oder für das Suchen nach Motiven? Mein Motor? Also ich sehe das so ein bisschen wie so eine Jagd. Ich glaube, das ist auch so ein Urinstinkt, der in uns Menschen steckt. Und ich finde das eigentlich immer total spannend. Hinter jeder Ecke kann irgendwas sein und es ist immer wieder eine Überraschung und man weiß es vorher nicht. Ich muss auch gerade so an Jäger und Sammler denken, ne? Also ja, erst jagen und dann das Motiv ja auch sammeln, weil das wird ja nicht weggeschmissen, sondern es ist ja dann in der Sammlung drin und kann dann am Ende des Tages hervorgeholt werden und gezeigt werden. Genau, also es ist eigentlich so, also ich würde es wirklich als Jagdinstinkt bezeichnen, der mich da antreibt. Passiert das aus einem Impuls heraus? Also sagst du, ich habe jetzt in dieser Minute Lust rauszugehen mit meiner Kamera und dann gehe ich raus und schaue nach Sachen, die mich interessieren? Oder sagst du, vielleicht gehe ich morgen gehe ich mal wieder auf Streifzug, auf Raubtour und gucke mal, was ich so finde? Ja, es ist unterschiedlich. Also manchmal gehe ich einfach aus dem Impuls raus, manchmal plane ich was auch oder nehme mir dann vor, am Abend vorher, ja gut, heute fahre ich mal nach Kalk oder ein bestimmtes Viertel, was ich mir dann angucken möchte. Also es ist immer unterschiedlich. Und du hast eben erzählt, du legst dabei auch ordentlich Kilometer zurück. Also nicht nur mit der Bahn, Fahrrad oder sonst wie, sondern tatsächlich auch zu Fuß. Ja, doch, das ist... Hast du das schon mal so gezählt oder so Pi mal Daumen? Weißt du ungefähr, wie viel du da so zurücklegst? Schwierig zu sagen. Also manchmal ist es vielleicht gar nicht so viele Kilometer, weil ich dann einfach für eine Straße auch schon mal wirklich richtig lange brauche. Weil man dann irgendwie dann da was entdeckt und da was entdeckt. Straße vermessen. Genau. Aber wenn ich unterwegs bin, bin ich schon so 3 Stunden meistens doch unterwegs. Und ich denke mal, da kommen bestimmt schon so ihre 12 Kilometer kommen da zusammen. Kann gut sein. Das ist gut. Und wie viele Fotos gehen bei so einer Jagd in den Kasten? Ja, das ist auch, also mindestens 200. Also ich mache dann meistens auch ein Motiv aus verschiedenen Perspektiven, weil ich es dann leichter finde, dann am großen Bildschirm dann auszuwählen, welches mir dann am besten gefällt. Und dann habe ich auch mal so ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht ganz scharf ist. Dann mache ich dann lieber 2, 3 Fotos und suche dann hinterher das Schärfste raus. Ja. Kann ja nicht schaden. Also mindestens 200, es können aber auch schon mal 600 sein. Was ich an der Sache sehr interessant finde, du hast, also andere Fotografen haben ein Riesenset dabei. Also da sind sie mit 2, 3 Kameras unterwegs, haben dann noch 5 Objektive, die alle aufgewechselt werden können. Fischauge für das, dann noch irgendein Teleobjektiv für Landschaften und Weitwinkel sowieso, ne? Ja, genau. Also es ist alles Mögliche im Koffer. Ja. Du hältst es handlich, ne? Ich halte es sehr handlich. Das muss in die Jackentasche passen. Also ich habe eine kleine Kompaktkamera, aber eine kleine gute. Und erst hatte ich gedacht, irgendwann muss ich mir eine große Kamera holen und hatte da auch das Gefühl, ja, du bist kein richtiger Fotograf. Also ich würde mich auch jetzt nicht als Fotograf bezeichnen, weil ich von Technik keine Ahnung habe. Ich fotografiere ehrlich gesagt nur im Automatikmodus. Was man dir nicht glaubt, wenn man die Bilder sieht. Ja, das ist ja übrigens auch die Überraschung für uns heute Abend gewesen. Ja, absolut. Wir haben damit nicht gerechnet. Aber umso besser. Also ich meine, das zeigt ja auch, dass tatsächlich das Wichtigste ist, das Auge zu haben, ein Motiv zu erkennen und es zu fotografieren. Und die Kamera kann ein Hilfsmittel sein, aber ist gar nicht das entscheidende
auslösende Element. Ich wollte ein Wortspiel machen, ich habe Schwein. Nee, ich denke mittlerweile auch, das Wichtigste ist einfach die Stimmung, die ein Bild vermittelt und die Aussage. Ja, und da werde ich jetzt auch mit der Zeit immer selbstbewusster, dass ich sage, es ist nicht schlimm, wenn das Bild jetzt nicht 100% scharf ist. Stehe dazu, was ich da mache und denke mal, das ist auch einfach so mein Markenzeichen, ja. Vielleicht. Das ist... Finde ich auch, kann man so sagen auf jeden Fall. Und es macht dich besonders und es sticht auf gewisse Weise ja auch hervor, auch wenn es vielleicht mal nicht scharf ist. Ja, für das Wort für auf jeden Fall finde ich ja, dass das genau das ausmacht. Und dieser Marke ist vielleicht auch irgendwas, was so ein Bild dann auch wieder ganz anders darstellt, ne? Genau. Und eben nicht dieses extrem glatt gebügelte und dieses extrem perfekte, was ja heutzutage auch immer propagiert wird und wie viele Filter man legt man drüber, gerade so auf Instagram und Co., diese ganzen Bildgeschichten. Ich mag das sehr gerne, aber es zeigt ja auch, dass man das nicht muss und dass man auch keine 1.000 Euro Kamera braucht und unheimlich viele Objektive und Technik, um eben richtig gute, aussagekräftige Bilder zu machen, ne? Und ich habe schon öfter gehört, dass es ja auch keinen Sinn hat, sich ein wahnsinnig tolles Equipment zu kaufen, wenn man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, ne? Genau. Deswegen absolut schön und ich finde es super. Also ein bekannter Fotograf, mir fällt der Name ist leider nicht ein, der hat mal gesagt, er kam ins Restaurant und der Koch meinte, sie haben aber bestimmt eine gute Kamera und dann meinte er dann zu dem Koch, ja, und sie haben bestimmt sehr gute Töpfe. Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, stimmt ja auch. Genau, und das dachte ich dann so, ja, das kann ich eigentlich auch so für mich übernehmen. Bearbeitest du denn die Bilder noch viel nach hinterher oder sind die überwiegend tatsächlich im Zustand, wie du sie fotografiert hast? Am Anfang habe ich fast kaum nachbearbeitet, aber ich merke, dass mir das immer mehr Spaß macht, da doch noch Feinschliff zu betreiben. Und zuerst hatte ich auch nur ein Programm, was man umsonst bekommen kann, Picasa, weiß nicht, ob das bekannt ist. Also und da waren auch schon viele erstaunt, was ich mit diesem Programm dann hinbekommen habe. Aber jetzt habe ich Lightroom und das ist wirklich, also das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und dann kann man auch wirklich noch einiges rausholen aus dem Bild und auch nochmal eine Stimmung etwas verändern. Oder was ich auch sehr schön finde, ist, dass man so Sachen gerade ziehen kann, wenn dann die Wände so schief sind. Mhm. Das finde ich, ich brauche das für mich. Also ich brauche immer so eine klare Struktur. Ich kann nicht sehr gut verstehen. Geradlinigkeit ist gut. Da sind wir auch wieder bei den Formen und der Geometrie, ja, ne? Genau. Das ist ja ein kleiner Kreis, der sich da vielleicht sogar schließt, wenn man sagt, ich will klare Kanten, wenn ich eine Baustelle fotografiere, dann will ich da auch die Formen sehen in ihrem Grundzustand, bevor sie ein Ganzes bilden. Mhm. Das klingt ja schon ganz stimmig, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Also ich brauche das auch für mich, das gibt mir selber so eine Ordnung im Kopf, glaube ich. Also ich versuche jetzt manchmal auch schon mal was dann nicht gerade zu machen, mit Absicht. Oder Lightroom einfach mal die Wand ganz schief ziehen. Ja. Aber fällt mir schwer. Aber ich denke, ich merke, dass sich meine Sachen einfach mit der Zeit doch immer wieder verändern. Und das finde ich auch sehr spannend. Klar, man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Ja. Im Laufe seines Schaffens. Und du hast ja gesagt, du bist jetzt so 5 Jahre dabei, ne? So. Mhm. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr kurz dafür, dass andere Leute machen das 20 Jahre und schaffen eben nicht so eine Bandbreite vielleicht sogar oder stecken dann doch immer für sich selber in einer gewissen, wie soll ich das sagen? In einem gewissen Schema fest und wissen gar nicht weiter oder ne, man wird vielleicht irgendwann sozusagen betriebsblind in Anführungsstrichen und sieht nichts anderes mehr und da ist das doch wunderbar, finde ich. Was ist denn? Ja, achso. Ich denke auch, dass ich einfach dadurch, dass ich mir halt auch viele Fotografien von anderen angucke, lernt man auch unheimlich viel und kommt wieder auf neue Ideen und dadurch entwickelt man sich dann auch wieder weiter. Wobei ich am Anfang bewusst das nicht gemacht habe, weil ich erstmal so dachte, wenn ich mir jetzt so viele andere Fotografien angucke, dann mache ich was nach oder ja. Das ist zu stark beeinflusst dann. Genau. Und da habe ich wirklich dann gesagt, nee, erstmal mache ich jetzt nur mein Ding und dann fange ich an zu gucken. Und ich glaube, das war auch gut so. Was ist denn das größte Kompliment, das man dir machen kann, wenn jemand so ein Foto von dir sieht, wo du halt so sagst, oh, das ging jetzt runter wie Öl, das hat gesessen. Was ist so der Moment, wo du sagst, oh, schön, dass das gesagt wurde und erkannt wurde?
Hast du sowas mal gehabt, dass du vielleicht auch eine Ausstellung warst, oder war tatsächlich vielleicht auch die Geschichte mit dem Mann, der das Bild für 60 Euro gekauft hat, schon so ein Sternmoment? Das war ein sehr schöner Moment, ja. Oder auch, dass sie einfach sagen, ja, ich habe mich in das Bild verliebt. Oder dass sie auch sagen, dass das Bild in ihnen irgendwelche Erinnerungen weckt oder Gefühle. Ja, ich glaube, das ist so. Verbundenheit. Ja. Mhm. Ich habe hier eine Frage stehen und die habe ich komplett ohne Vorwissen gestellt oder aufgeschrieben. Und es ist umso spannender, dass ich eben im Vorgespräch schon rausgestellt habe, dass es gar nicht mal so, also es ist tatsächlich eine interessante Frage ist, die bei dir auch eine Rolle spielt. Ich lese sie einfach mal so vor, wie sie hier steht. Das ist nämlich das Interessante dazu. Ist die Fotografie ein Ausgleich? Und wenn ja, wozu eigentlich? Ja. Das ist Ja, die Fotografie ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich leide unter Depressionen. Und bei Depressionen ist eigentlich das Beste, was man machen kann, rausgehen, Bewegung, frische Luft, Tageslicht. Und insofern heilt mich die Fotografie in dem Sinne auch schon. Also ich kann sagen, seitdem ich fotografiere, geht es mir wirklich besser und ich habe weniger depressive Phasen, kürzere depressive Phasen. Mein Selbstbewusstsein ist unheimlich gestiegen dadurch. Auch durch die Anerkennung von den Leuten. So eine gewisse Selbsttherapie, kann man sagen, ne? Ja. Vielleicht so, also Depression ist ja so etwas, irgendwie ist es in aller Munde. Und am Ende wissen aber eigentlich dann doch alle gar nicht so genau, wovon sie da gerade reden. Wie würdest du Depression beschreiben? Jetzt als jemand, der sie ja auch tatsächlich durchlebt hat oder vielleicht auch manchmal noch durchlebt. Was ist das für ein Gefühl? Wie kann man das sagen? Also viele sagen auch, einen schlechten Tag habe ich gestern auch gehabt. Und die Sonne scheint heute ist alles gut. Das ist ja etwas komplett anderes als Depressionen haben. Was sind Depressionen? Ich glaube, das ist schwer, so allgemein zu sagen, weil es ist bei jedem Menschen doch, glaube ich, ganz anders. Also ich merke eigentlich immer so, dass ich Depressionen habe, wenn mich alles, was ich machen muss, unheimlich viel Kraft kostet. Ich schon dann Stunden vorher überlege, oh Gott, das musst du das machen und überlegt dann 2 Stunden oder braucht 2 Stunden, bis ich dann mal hochkomme. Und wenn es mir gut geht, dann mache ich einfach, ohne irgendwie groß zu überlegen. Dann läuft das von selbst. Oder wenn ich auch merke, so dass ich wieder mich so meine Bilder gefallen mir nicht mehr. Ich denke, das ist alles Mist, was ich mache. Also das ist für so, das ist Depression und dann hängt man so ein bisschen in der Luft oder fühlt sich vielleicht auch eher am Boden, vielleicht ist Luft auch das falsche Bild, sondern man fühlt sich eher wie am Boden und träge. Ja, also es kostet alles Kraft, selbst zu duschen. Kostet Kraft, die man auch gerade nicht aufbringen möchte. Ja, ja. Oder wo man sich nicht in der Lage zu fühlt, sie aufzubringen gerade, weil es einfach anstrengend ist. Ja, genau. Also das kann man, glaube ich, schwer nachvollziehen, wenn man es nicht selber hat, aber es ist wirklich so, dass... Also es ist halt einfach nicht nur, ich habe heute einen schlechten Tag und bin heute vielleicht mal auch mal traurig und mag heute keinen Mensch sehen, sondern es ist einfach eine extreme Form von, ich kann, möchte eigentlich gerne, aber ich kann einfach nicht, weil mein Körper lässt es nicht zu. Ne? Denke, so stelle ich es mir vor. Ich habe selber noch nicht mit vielen depressiven Menschen zu tun gehabt, deswegen ist es für mich auch nicht so leicht, sich da rein zu versetzen, aber ich finde, wenn man so ein Bild hat davon, dann kann man sich das vielleicht ungefähr vorstellen, wie stark war dann das Gefühl, bevor du angefangen hast zu fotografieren, oder wenn man das überhaupt fragen darf, wann hast du den Zeitpunkt gefühlt, dass du unbedingt etwas tun musst? Also wie schwierig war es für dich tatsächlich, bevor du angefangen hast zu fotografieren? Oder was hat dich dazu gebracht zu sagen, mir reicht's jetzt, ich kann so nicht weitermachen? Das war eigentlich eine Phase, dass ich, ja, es wurde eigentlich immer schlimmer, dass ich irgendwann gar nicht mehr raus wollte und auch keine Leute mehr sehen wollte. Es war mir alles viel zu anstrengend und ich wollte eigentlich nur noch alleine sein und habe nur noch vorm Fernseher gesessen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, du musst was machen, das kann nicht so weitergehen. Also was ist das für ein Leben? Und ja, und dann bin ich zum Therapeuten und der hat mir dann auch erstmal gesagt, nee, Sie müssen erstmal in eine Tagesklinik. Und das war wirklich die richtige Entscheidung. Das fand ich auch toll, dass er das gesagt hat, weil ich glaube, viele Therapeuten, die wollen dann wirklich Geld machen und behandeln einen dann weiter. Aber er hat gesagt, nein, ich bin nicht der Richtige, gehen Sie erstmal in die Tagesklinik. Wow. Und da war eigentlich so, was mir da geholfen hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich total gerne mit Menschen zusammen bin. Und
ein krasser Wechsel. Also vorher geht mir alle weg und ich will meine Ruhe haben. Mhm. Und dann wird man halt in so eine Therapie, in eine Tagesklinik geschickt und stellt fest, eigentlich finde ich Menschen gut und wichtig. Das ist ja, was ist das für ein Gefühl? Also ich stelle mir das gerade so, ich glaube, ich wäre erstmal ungläubig. Also unglaublich mit mir selbst, dass ich so schwanke. Ja, es hat mich auch selber sehr überrascht. Also weil ich das wirklich, mein Gedanke war nämlich damals schon gewesen, dass ich irgendwie Schäfer werden möchte, wäre Schäferin. Nur noch mit Schärfen zusammen, aber keine Menschen. Und ein Schäferhund. Genau. Und ja, also eigentlich als Kind war ich auch immer gern mit Menschen zusammen und ja, dann kam das wieder so zum Vorschein, was irgendwie lange Zeit verdeckt war. Ja, schwer zu sagen. Und die Fotografie ist für dich dann wie auf einmal da reingerutscht? Also wie hast du das gemerkt, dass das jetzt das Element ist, nicht nur, dass es dir Spaß macht, sondern dass es dir auch tatsächlich hilft? Du musst ja irgendwann ein Erlebnis gegeben haben. Also du hast ja wahrscheinlich bist du nicht morgens am Frühstückstisch, hast du nicht gesessen und hast gesagt, ach, ich glaube, fotografieren, das wäre es jetzt. Das muss ja irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe schon wieder im Wortspiel, Klick gemacht haben. Ja, das Komische ist, dass ich das gar nicht mehr so nachvollziehen kann, sondern dass ich irgendwie dann einfach losgegangen bin und Ist ja auch schön. Ja, also ich habe es mir das nicht vorgenommen oder so. Das, wie gesagt, es fing halt mit den Rheinbildern, mit diesen Hochwasserbildern an und dann einmal in die Stadt und dann fand ich das so. Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Ja, ja. Und es war dann am Anfang auch so, dass ich mich nur getraut habe, mit einer Kappe fotografieren zu gehen. Also es, vor allem, da ich ja Motive fotografiere, die eher ungewöhnlich sind, gucken die Leute natürlich auch immer ein bisschen komisch. Ich habe jetzt am Sonntag im Rheinpark ein Foto gemacht. Da waren halt dann diese schönen Frühlingsblumen. Mhm. Und dahinter war so ein Toilettenhäuschen aufgebaut, wo dann auch noch die Tür offen stand und man kann so auf die Toilette drauf gucken. Und dann hockte ich halt da vor diesen Blumen auf dieses Toilettenhäuschen und die Leute gucken, was macht ihr denn da? Das ist lustig. Aber ich finde das auch gerade schön skurril. Also es hat so was Gegensätze. Das ist mein genau. Wow, das mag ich auf jeden Fall. Ja, finde ich auch schön. Und wie gesagt, das sind halt eher ungewöhnliche Motive und das fand ich am Anfang ganz unangenehm. Also da war ich auch noch nicht so selbstbewusst und wollte ich, also wenn dann die Leute guckten, dann habe ich manchmal auch Sachen gar nicht fotografiert. Wenn dann Leute kamen, dann bin ich weitergegangen. Und irgendwann hatte ich dann mal die Kappe vergessen und dann merkte ich, es geht ja doch auch ohne. Und mit der Zeit merke ich, dass ich da immer selbstbewusster werde und mittlerweile ist es mir eigentlich fast vollkommen egal. Also dann mache ich einfach mein Ding und ich kriege gar nicht mehr mit, wer da irgendwie guckt oder ich amüsiere mich jetzt mit der Toilette, das fand ich dann lustig. Ja, das ist auch ein schönes Motiv. Also das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ich finde es eine schöne Metapher auf jeden Fall. Eigentlich, wenn man sich das überlegt, du bist gerade am Höhepunkt deiner Depression und hast so einen Punkt, wo du extrem schlecht drauf bist vielleicht oder wo sich eben gerade alles so aufgeladen hat und es irgendwie raus will, dann siehst du ein Motiv und ausgerechnet ein Hochwassermotiv, wo man ja denken könnte, Hochwasser, dir steht das Wasser bis zum Hals selbst persönlich und dann hast du so diesen Moment, ne, finde ich, wo du das eben fotografierst und auch eine Weile begleitest, weil du den Prozess dann sehen willst. Also eigentlich ist das ist so, finde ich, total verbunden, wenn man sich darüber nachdenkt. Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt. Das ist fällt mir gerade so dazu ein, wenn man sich das ein bisschen überlegt. Diese Verbindung ist einfach interessant und dann finde ich, spiegelt sich ja das, was du auch gerade schon erwähnt hast, dann immer wieder auch in deinen Aufnahmen wieder. Ne? So dieses Hoch und Runter, schön und gut und so. So diese ganzen Bilder finde ich einfach schön. Ja. Lustigerweise kommt das einfach von selbst wieder so ein bisschen auch zum Ausdruck. Ne? Eigentlich schön. Ja, total schön. Finde ich super. Ja, und also, ich habe dann auch so gemerkt, dass ich, wenn ich fotografiere, halt wirklich auch alles vergesse. Ich würde es fast so wie so eine, als Meditation fast bezeichnen. Ich habe auch mal gesagt, ich bin dann so im Hier und Jetzt, wenn ich fotografiere. Ja, weil ich wirklich nur in dem Moment bin. Und das ist so wohltuend auch. Ich kann dann richtig abschalten und nach so einer Tour geht es mir auch immer richtig gut. Also das ist so, wie Urlaub. Perfekt. Besser könnte es nicht sein, ne? Ja, ich denke auch, wenn man da seine... Das Urlaub, wenn ich arbeite. Aber es ist auch gut, wenn man seine Passion gefunden hat, wo man dann halt auch drin aufgeht. Ja, ja.
Also manche suchen dann Leben lang nach und finden sie gar nicht so richtig. Und wissen gar nicht, was ihnen da fehlt, weil sie das Gefühl gar nicht kennen. Ja. Und du hast es gefunden. Ja, ich bin da auch sehr und dankbar. Und machst dann auch noch andere glücklich. Ja. Also mit deinen Motiven. Ja. Ja, das ist halt auch was, was für mich dann so, was du eben fragtest, wenn ich andere damit glücklich machen kann. Oder auch wenn ich anderen eine andere Sichtweise zeigen kann. Also das, ich höre dann schon von anderen Leuten, dass sie jetzt plötzlich auch anders hingucken als vorher. Das finde ich auch, also, ja. Ich finde jetzt, wenn man deine Geschichte so ein bisschen kennt ja natürlich nicht jeder, ne? Aber jetzt, wo man das so nochmal bespricht, da kommen viele Sachen, die ich gerade schon beschrieben habe, irgendwie wieder und auch zusammen. Und das finde ich total spannend. Was hast du denn vorher gelernt? Ich bin Steuerfachgehilfin. Wow, was ganz Trockenes eigentlich, also ne? Also das totale Gegenteil. Wow. Hat sich da schon abgezeichnet, dass du vielleicht lieber Kunst machen möchtest? Nein, erstmal gar nicht. Also eigentlich. Die 9 fand ich immer ganz schön als Zahl, wenn ich dann irgendwelche Erklärungen vorbereite. Da habe ich schon gedacht, da könnte ich mir mehr mit vorstellen. Aber die 8 ist noch besser gewesen. Was sich vielleicht dann wiederholt, ist ja so diese Mathematik irgendwie auch. Ist ja in der Fotografie bei mir eigentlich auch zu sehen. Ansonsten ist es doch sehr getrennt, sehr trocken. Aber mir lag dieser Beruf eigentlich schon. Also mit Logik, Zahlen, ich kann nicht direkt sagen, dass es mir Spaß gemacht hat, aber es lag mir. Ich konnte das gut. Das war okay. Und hat das Geld verdient, ne? Ja, aber es war irgendwie auch, es war jetzt nicht mein Lebenstraum, das zu lernen. Ich wusste damals irgendwie gar nicht, was ich machen soll und bin dann irgendwie durch Zufall eigentlich mehr oder weniger in diesen Beruf reingerutscht und wollte eigentlich Krankenschwester werden. Oh. Also wieder Leuten helfen, Leute glücklich machen und so, ne? Ja, da haben wir die Hase im Verstand wieder mal. Wieder. Genau. Hast du denn schon während deiner Zeit in diesem Beruf gemerkt, dass irgendwie was nicht stimmt, dass es dich doch nicht so glücklich macht und dass du vielleicht auch deswegen ein Stück weit in die Depressionen gerutscht bist? Ja, also mir war immer sehr schnell dann irgendwie langweilig auf der Arbeit. Also wenn ich so die Buchhaltung dann zum 10. Mal gemacht habe, war es irgendwie immer das Gleiche. Ich habe dann irgendwie auch so alle 2-3 Jahre den Steuerberater gewechselt, weil ich dann wieder andere Mandanten hatte. Und dann war es am Anfang auch wieder ein bisschen spannender. Aber mit der Zeit, ja, dann war es dann wieder so diese Routine. Das fand ich dann manchmal unheimlich anstrengend. Und ja, dann so dieses Burnout in dem Sinne, das war dann eigentlich, da hatte ich dann eine Stelle, wo ich einfach auch wahnsinnig viel zu tun hatte und eigentlich auch überfordert war, weil ich da Aufgaben machen musste, die ich eigentlich gar nicht gelernt hatte. Das war eine Firma, die immer kurz vor der Insolvenz stand und ich musste dann da immer Berichte abliefern, wovon ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Und das Problem war, dass halt in der Firma keine Ahnung hatte. Ich konnte also auch keinen fragen, auch nicht den Chef. Und es ging aber dann um die Existenz der Firma. Also Gott. Das hat mich also wahnsinnig belastet. Und da konnte ich dann irgendwann nicht mehr. Klar, also du musstest eigentlich eine Verantwortung stemmen, die gar nicht deine Verantwortung war. Ne? Ja, wow, ja. Wahnsinn. Gut, das ist kein Wunder, dass man da irgendwann selbst wegbricht eigentlich, ne? Und dann habe ich selber gekündigt auch und dachte dann eigentlich, ich mache was ganz anderes, auch einen anderen Beruf. Hatte dann so Richtung Ergotherapie überlegt, aber nachdem ich dann nicht mehr arbeite, dann brach plötzlich irgendwie alles zusammen. Dann fiel ich in ein Loch und konnte ich auch gar nicht mehr die Kraft aufbringen, irgendwie was anderes zu lernen. Und dann wurde das immer schlimmer und bis ich dann, wie ich eben schon sagte, dann gar nicht mehr aus dem Haus gegangen bin eigentlich. Ja. Und Gott sei Dank die Kurve gekriegt hast, so etwas ganz Tollem, ne? Ja. Zum Glück. Gibt es etwas, was du Leuten auf dem Weg mitgeben würdest, die das Gefühl haben, dass sie in einer ähnlichen Situation stecken und die vielleicht sich nicht trauen, damit zu jemandem zu gehen? Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass man sich Hilfe holt. Es gibt unheimlich viele Hilfsangebote in Köln. Also was mir sehr weitergeholfen hat, war das SPZ, Sozialpsychiatrisches Zentrum. Das gibt's in sehr vielen Städten übrigens. Genau, und auch hier in Köln in verschiedenen Stadtteilen. Ich war damals im SPZ Nippes und da war das, was mich erstmal am meisten geholfen hat, war einfach, dass die mich verstanden haben. Das war das Wichtigste erstmal. Weil sonst merkte ich halt, dass in meinem Umfeld mich keiner versteht
wenn ich das so erzähle. Und die sagt, naja, komm, raff dich mal auf, tritt ja mal selber in den Hintern und sei nicht so faul. Und ja, aber das ist es ja nicht. Ja, und da, die haben mich einfach verstanden und ernst genommen. Und das hat am Ende geholfen. Ja, das hat geholfen. Der Rettungsanker. Genau, und die helfen einem halt auch dann mit Behörden. Oder es war dann ja damals, ich war dann ja arbeitslos und kriegte ich Probleme mit der AGE oder Jobcenter heißt es ja heute. Und da helfen die einem einfach auch. Ja. Klar, dass man nicht noch in ein weiteres Loch fällt. Ne? Das eine bedingt ja im Endeffekt das andere. Und genau. Es kann ja leider auch schlimmer werden statt besser. Und das ist ja schön, dass man dann Menschen hat, die eben davon Ahnung haben und die dann auch direkt das Problem an der Wurzel packen und nicht sagen, ja, wird schon wieder morgen, ne? Morgen ist wieder ein anderer Tag. Genau. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, das Bewusstsein zu schaffen, erstmal generell, dass das eben kein schlechter Tag ist, sondern mehr als nur das, ne? Eben das, was wir gerade besprochen haben. Deswegen umso besser, dass es dir jetzt wieder gut geht und dass du da aus diesem ganzen Schlechten auch was total Gutes ziehen konntest, ne? Um wieder zum Thema Fotografie zurückzukommen, denn darum geht es ja hauptsächlich und das ist ja schön. Also jeder, der glaubt, es geht nicht mehr weiter, es geht weiter offensichtlich, ne? Genau. Und es gibt immer irgendwie einen Weg, auf den man wieder zurückkommt, finde ich. Und dann kann es sogar gehen bis zu einer Ausstellung, an der man dann teilnimmt. Ja. Und ich habe auch schon gelesen, also gerade läuft ja eine im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Und für die, die die Sendung später hören, natürlich gibt es einen Link auf unserer Homepage, ausgangpodcast.de. Von deiner habe ich es gar nicht mehr im Kopf, die Adresse. Ich glaube, AB-Fotoart mit, also FOTOART. .de. .de, genau. AW-fotoarten.de. Wir verlinken das auch, aber das, was wir auch direkt zum Miteingeben reingemacht haben, da stehen auch aktuelle Ausstellungen, es steht auch schon bald wieder noch eine neue an, habe ich gesehen. Genau, also die habe ich noch gar nicht eingetragen, aber das ist nämlich jetzt gerade, wird das erst offiziell gemacht. Die war noch bisher nicht, wurde nicht gesagt, wer da alles teilnimmt. Das wird jetzt gerade veröffentlicht. Und ja, da freue ich mich sehr, dass ich da eingeladen worden bin. Das ist über Facebook hat mich da jemand entdeckt. Und ja, es ist eine große Ehre, da mitzumachen. Da sind aus 7 Ländern, glaube ich, also 7 Fotografen und 6 Länder. Aus Israel kommt die weiteste. Oh. Und ja, das wird ein langes Wochenende. Und ja, das spannend. Wie bereitet man so eine Ausstellung vor? Also läuft man da Tage, Wochen vorher durch die Gegend und sucht explizit Motive für die Ausstellung? Oder macht man das große Sammelalbum vom Jäger und Sammler, das große Sammelalbum auf und guckt nach, was passt am besten rein? Oder so eine Mischung aus beidem? Wie bereitet man das vor? Wie schaut man dann auf die Auswahl, was dann ausgestellt wird? Also bisher mache ich eher das Sammelalbum auf. Kann aber sein, dass sich das auch nochmal ändert. Beziehungsweise es gibt auch Ausstellungen, ich bin auch Mitglied in der GEDOC Bonn, das ist eine Künstlervereinigung. Also ich sehe mich auch als Fotokünstler oder als Künstlerin, nicht als Fotografin, weil ich ja keine Technik-Ahnung habe, wäre das auch vermessen, zu sagen, ich wäre Fotografin. Und da gibt es halt immer wieder so Gruppenausstellungen zu einem bestimmten Thema. Und da kann es natürlich dann auch schon mal sein, dass ich dann gezielt nach dem Thema dann auch gucke. Aber jetzt so Einzelausstellungen mache ich bisher dann. Ja, aus dem Sammelalbum. Ja. Gibt es hier im Umland vielleicht, also eine Ausstellung, wo du sagst, da möchte ich irgendwo mal zu sehen sein, beziehungsweise in den Räumlichkeiten möchte ich gerne mal was hinhängen. Und das kann ja auch was Profanes, also was heißt profan, aber zum Beispiel sagen, ich würde gerne in der Wartehalle vom Einwohnermeldeamt in Nippes würde ich gerne wenn die Leute dreiviertel Stunde da sitzen, weil sie ihr Auto ummelden wollen und nicht vorher auf der Homepage nachgeguckt haben, dass es da gerade lange dauert, dann müssen sie sich meine Bilder jetzt 3 Stunden lang angucken. Kann ich das so spontan gar nicht sagen. Gibt es ein Ziel? Also sagst du, das ist das nächste Ziel mit der Fotografie, möchte ich gerne erreichen? Oder ist tatsächlich für dich der Moment das Ziel? Auch schwierig, ich weiß. Wahrscheinlich ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, aber ich meine, man hofft ja doch immer irgendwie, dass man mal entdeckt wird. Na, wobei, jetzt auf Ausstellung zu sein und so weiter, das ist ja schon tatsächlich auch. Das war ja schon eine kleine Entdeckung, genau. Und jetzt über Facebook schon die ersten Anfragen? Ja, ja.
Also es ist ja jetzt schon nicht ganz, unterm Radar fliegen ist das schon nicht mehr. Andererseits denke ich dann auch wieder, es gibt so viele tolle Fotografen. Also die Chance ist eigentlich sehr gering. Muss man sehen. Also man muss dran. Und der Wunschkoffer? Der Wunschkoffer. Tja. ja, ich würde natürlich schon gern irgendwie mal so bekannt werden, was Größeres machen. Ja. Ja, okay. Ich bin leider auch, ich kann auch da kein Beispiel nennen, wo ich jetzt sagen würde, weil dafür bin ich einfach in dem Thema nicht tief genug drin, wo man da. Ein Beispiel von was denn? Fotografie, Ausstellung oder wo ich dann in einem Sammelband auftauche, wo man Bilder also auswählt. Ich weiß nicht genau, wie das so läuft. Museum Ludwig stellt Fotografie von sehr bekannten Künstlern aus, zum Beispiel. Ich denke, das ist schon das wäre eine das sehr große. Ne? Genau, oder zum Beispiel da die fotografische Sammlung in Köln, da im Mediapark. Ja. Das wäre natürlich schon toll, wenn ich da mal reinkäme. Ne? Augenzwinkern und so, das ist doch schon mal schön. Das wäre doch ein Ziel. Die haben jetzt auch zugehört und wissen, nicht heute oder morgen, weil in München müssen wir ja darauf zuarbeiten, aber wissen, wen sie im Auge behalten müssen. Genau, also noch wäre es auch zu früh, glaube ich. Also da bin ich noch nicht gut genug, aber ich merke ja, dass ich mich wirklich von Jahr zu Jahr weiterentwickle. Nicht zu tief stapeln. Andererseits denke ich manchmal, es gab ja auch so Fotografen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, eine ganz bekannte, da lief auch letztens ein Kinofilm, die so Streetfotografie gemacht hat. Vivian Meyer, meine ich, ist der Name. Und die hat ja wirklich nur für sich fotografiert und hat die Fotografie nie veröffentlicht. Und nach ihrem Tod ist dann irgendwann, hat das jemand gefunden und das wurde dann veröffentlicht und dann ist sie jetzt ganz berühmt geworden. Und irgendwie beneide ich sie so, dass sie das irgendwie so nur für sich machen konnte. Eigentlich finde ich das viel cooler, wenn man so sagt, ja, ich mache das nur für mich. Das hat auch was, ja, das stimmt. Irgendwie steckt, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, also ich glaube dann, also ich habe halt den Drang, meine Sachen zu zeigen. Und weil, ja, ich denke mir so, ja, wofür mache ich das sonst irgendwie? Aber natürlich, man darf sich auch ruhig schon noch lebend Lob und Ruhm abholen. Ich finde das völlig in Ordnung. Finde ich auch. Und außerdem hast du schon so viele Sachen jetzt dadurch erlebt. Man würdest hier nicht sitzen, wenn deine Bilder nicht an uns gelangt werden. Ne? Und dementsprechend, man weiß nie, was kommt. Stimmt. Ja, das ist auch so, dass ich durch die Fotografie wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe. Ich hatte davor ja dann irgendwie gar keinen Freundeskreis mehr. Beziehungsweise viele können damit auch nicht umgehen, weil ich halt auch nicht immer so super zuverlässig bin und dann auch schon mal dann absagen muss, weil es mir einfach nicht gut geht. Ja. Mhm. Damit kommen nicht alle klar. Und durch die Fotografie habe ich jetzt so viele Leute kennengelernt und auch so, ich hatte so ein bisschen so den Glauben an die Menschen verloren und ich dachte irgendwie so, die sind alle schlecht und es gibt kaum noch gute Menschen. Und jetzt lerne ich irgendwie nur noch gute Menschen kennen und es sind so viele mittlerweile, dass ich das gar nicht mehr schaffe. Gar nicht mehr alle treffen kann, die ich treffen möchte. Und das ist auch ganz toll. Also klar, und man hat ja auch Gelegenheit, sich auszutauschen. Ne? Man hat ein gemeinsames Thema und das ist ja immer wieder Gesprächsstoff auch. Das ist das Schöne daran, finde ich. Ne? Ich finde ja auch eine schöne Nummer, und ich referenziere quasi wieder zum Anfang, ich finde das schöne Nummer, wir sind ja im Bürgerzentrum Ehrenfeld gewesen und normalerweise würden ja auch gerade so Kleinkünstler wahrscheinlich sagen, naja, ob es das jetzt lohnt, da was auszustellen, was hinzuhängen und ob das jetzt jemand wahrnimmt, ob sich das jemand anschaut. Das ist ja immer so auch ein bisschen die Selbstfrage, ja, ist das die richtige Bühne? Und das Beispiel zeigt jetzt aber doch, ja, es ist die richtige Bühne und ja, es wird wahrgenommen und ja, man sieht es. Und das funktioniert dann auch. Und wir waren übrigens auch nicht die Einzigen, die vor den Bildern stehen geblieben sind. Nee. Wir waren an einem Sonntag da, wo Flohmarkt ist. Und ich glaube, da blieben halt einige stehen. Ich glaube, ein paar haben auch überlegt, ist da jetzt gerade irgendwie derjenige, der es verkauft, hier irgendwie um die Ecke, suchten so ein bisschen und stellten fest, nee, das ist tatsächlich eine Ausstellung. Mhm. Aber ja, es funktioniert, man wird wahrgenommen und das kann halt eine der Bühnen sein, wo man dann Aufmerksamkeit erntet. Mhm. Ja, es hat mich dann auch sehr gefreut, wo ich dann die E-Mail von dir, Toni, bekommen habe. Ja, ich dachte, ich versuch's mal. Ne? Dann habe ich mich gewundert, eine Woche, immer noch nicht geantwortet, was ist da los? Manchmal dann die Mail ja sonst wo, wer weiß. Ne? Aber gut, natürlich ist es immer, braucht jeder seine Bedenkzeit und bis jetzt hat es immer irgendwie geklappt, von daher alles gut. Ne? Und
wie man sieht, klappt das hier super. Ja, ganz prima. Kein Grund für Bedenken. Ja, und ich auch so Bürgerzentrum war für mich dann auch so eine Überlegung halt, da ich ja jetzt nicht arbeite, ich bin in Frührente durch die Depression. Durch die Fotografie kann ich ja jetzt irgendwie der Gesellschaft wieder was zurückgeben. Und gerade in so einem Bürgerzentrum, finde ich, trifft man die ganze Bandbreite, ja, der Gesellschaft. Ja. Und ja, dieser Gedanke gefiel mir einfach auch. Finde ich auch super. Deswegen muss Bürgerzentrum Nippes jetzt als nächstes kommen, ne? Finde ich. Ja, muss man gucken. Nee. Ja, immer weiter gucken. Wir haben noch ein kleines Spielchen. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes, du musst nichts Peinliches machen. Nein. Das kennt auch jeder im Prinzip. Ne? Genau, und zwar geht es einfach nur um Wortassoziationen. Also das heißt, man hat ja immer irgendeinen Gedanken, wenn irgendwas gesagt wird. Und wir würden uns freuen, wenn du uns einfach an deinen Gedanken teilhaben lässt, die dir kommen, wenn wir dir ein Wort zuwerfen. Wir haben 5 Wörter und ich bin einfach mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich habe eins durchgestrichen inzwischen. Ich sehe schon, ja. Und habe den Ursprungsbegriff wieder reingenommen. Okay, jetzt bin ich auch gespannt. Ich kann mal das nehmen, wo ich jetzt inzwischen weiß, was ich streichen kann aus Unwissenheit. Also das, was ich ursprünglich haben wollte, war der goldene Schnitt. Der goldene Schnitt, ja. Ich denke, man sollte ihn kennen. Ah, guck mal, das ist nämlich, wir haben nämlich vorher drüber gesprochen und ich dachte so, wenn man die ganz ersten Basics in der Fotografie macht, ist doch der goldene Schnitt. Ich hab's noch nie gehört. Da wurde ich dann auch gerade eben unsicher, dachte so, ja, aber das, vielleicht habe ich mich doch einmal eine Seite zu viel gelesen in irgendeinem Artikel. Nein, das ist schon richtig. Ich finde auch, das ist wichtig, auch wirklich wichtig, dass man ihn kennt. Und wenn man ihn kennt, dann kann man auch anfangen, das zu brechen. Sehr gut, ja. Natürlich. Wo wir zum Thema, zum zweiten Wort kommen, was du hingeschrieben hast, ne? Genau. Chaos nämlich. Wobei ich noch zum goldenen Schnitt sagen muss, dass ich das vorher auch nicht wusste. Ich aber schon so fotografiert habe aus Intuition. Ja. Intuition. Aha. Und dann erst gehört habe, aha, es gibt den goldenen Schnitt. Ach ja, das passt ja mit meinem überein. Gut. Was ist denn der goldene Schnitt? Das ist, wenn der Fokus in einem Bild, also was du machen kannst, ich habe hier eine Flasche auf dem Tisch stehen zum Beispiel, halte das Bild drauf und die erste Intuition wäre ja eigentlich hinzugehen zu sagen, die Flasche ist mein Mittelpunkt, also ist die Flasche in der Mitte. Ah ja, okay. So, und das ist aber der falsche, das macht ein Bild nicht interessant, weil dann habe ich nämlich genau den Punkt, da steht eine Flasche in der Mitte. Ja, okay. Schön. Jetzt Danke. Wäre noch zu erraten, mache ich jetzt einen Winkel rein, kommt da Licht von hinten? Genau, das ist so der weit. Punkt. Und deswegen gibt's in Kameras übrigens, wenn du in Digitalkameras, da kannst du so ein Raster einblenden. Ah ja, verstehe. So ein Tic-Tac-Toe-Feld. Ja. So, ich weiß, was du meinst. Das ist dafür da, um diesen goldenen Schnitt herzustellen. Der goldene Schnitt wäre zum Beispiel, wenn du, es kann sein, dass ich mich täusche, weil ich habe mich jetzt nicht vorher nochmal eingelesen. Korrigiere mich also bitte, wenn ich falsch liege. Wenn zwei dieser Linien sich treffen, links oder rechts, du die Flasche an diesen beiden Punkten ausrichten würdest. Also dann entweder zum Beispiel, dass der untere Punkt explizit genommen wird, aber man versucht eigentlich, ich glaube, das obere Drittel mitzuschneiden. Genau, es sind eigentlich immer diese Drittel. So, also, gut. Ich kann das jetzt auch gar nicht so genau erklären. Aber wenn du es ausrichtest und du sagst, du machst es eigentlich auch relativ häufig, du versuchst, das Zielobjekt nicht in der Mitte zu halten, sondern irgendwie so auf das Bild zu rücken, dass es mehr am Rand ist, aber nicht ganz am Rand. Und dadurch einen anderen Blickwinkel, man merkt, du hast das gemeint, aber du siehst halt vom Rest des Objektes noch was. Zum Beispiel, ich habe so ein Bild gemacht, Fahrradklingel unten rechts. Ja. Und Makromodus dahinter, die Szenerie, man erkennt trotzdem, dass da der Kölner Dom ist und der Rhein und so weiter. Und die Fahrradklingel ist aber unten rechts. Hätte ich die Fahrradklingel in der Mitte und das Panorama drumherum, wäre das ganze Bild langweilig. Das stimmt. Genau. Aber dadurch, dass die Klingel unten rechts ist und dann das Motiv sich darum herum anordnet, ist es halt dann auf einmal doch wieder interessanter. Ja. Ich glaube, man kann es ganz gut bei den Landschaftsaufnahmen, also mit dem Horizont, dass man halt im unteren Drittel die Landschaft hat und dann 2 Drittel Himmel. Mhm. Und viele machen halt dann Mitte. Und das ist dann wieder, macht ein Bild eher langweilig. Okay. Aber es kann auch schon mal sein, dass es, wie man es bricht, dass es dann... Und manchmal ist das Brechen der Normalität ja auf einmal dann auch das Besondere und macht es dann wieder interessant. Ja, jeder Tag ist ein Schultag, sage ich immer, ne? Gut, also wäre Chaos das Gegenteil dazu, ne? So gesehen, mehr oder weniger? Ja. Also ein Gegensatz, wie auch immer. Gut, aber
Goldener Schnitt. Chaos, genau, wäre also das Wort, was wir neu hingeschrieben haben. Mhm. Chaos, was mir dazu einfällt. Mhm. Chaos. Meine Wohnung, seitdem ich fotografiere. Ja, dass sowas kommt. Kann ich sehr gut verstehen. Kreative Menschen sind immer irgendwie chaotisch, ne? Ich war immer ganz ordentlich und seitdem ich fotografiere, ist mir das irgendwie nicht mehr so wichtig. Es gibt auch viel Wichtigeres im Leben außer Putzen, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Also kann ich sehr gut verstehen. Putzen kann man auch, wenn es wieder regnet. Eben. Genau. So, die nächste Assoziation. Wir haben schon viel darüber gehört, aber wäre digital oder analog? Ich fotografiere digital, weil es einfach den Vorteil hat, dass es mich nichts kostet, erstmal, ja, bevor ich die Bilder nicht drucke. Ja, klar. Da ich einfach wenig Geld habe. Aber und analog müsste man natürlich sich jetzt auch mit der Technik befassen. Ja, natürlich. Wobei ich analoge Bilder eigentlich schon schöner finde. Ich finde, die haben noch mehr, da ist irgendwie die Haptik oder ich weiß nicht, so dieses noch mehr Gefühl drin, finde ich. Wobei ich mit meinen Bildern, die ja jetzt auch nicht so super scharf sind, das sich so ein bisschen vielleicht wiederfindet. Also das ist das, was mich oft dann so stört an diesen ganz scharfen Bildern. Du weißt, dass ich mir jetzt alle Bilder nochmal auf das Scharfe hin untersuchen will, weil mir ist nicht aufgefallen, dass eines unscharf wäre. Nee, sie sind jetzt auch nicht direkt unscharf. Nein, die sind schon scharf, sind okay und Nicht-Fotograf erkennt das, glaube ich, auch nicht. Aber die echten Fotografen, die achten darauf und da habe ich dann auch schon öfters über Anstandung gehört. Okay, na gut. Mein Lieblingswort, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit, weil es skurril ist und dann doch einen Bezug zu dir hat. Mhm. Lohnsteuerjahresausgleich. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Glaube ich. Und zwar vor allen Dingen für andere. Ja, glaube ich. Gut, wir wissen also jetzt, wo dein Herz hingehört. Ja. Der Job war es nie. Kann passieren. Das nächste Wort ist Stadtleben. Stadtleben. Ja, ich finde das Stadtleben eigentlich sehr anstrengend. Es ist einfach alles viel zu voll. Und ich halte mich eigentlich gern so in den Ecken auf, wo es nicht ganz so voll ist. Oder auch gerne so sonntags morgens, finde ich das sehr angenehm, oh ja, wenn wenig Menschen unterwegs sind. Aber du hältst trotzdem gerne das urbane Fest. Ja. Ist ja auch wieder das interessant. Ist, ja. Also du sagst Stadtleben. Also es schwingt ja schon fast mit, ich könnte mir auch vorstellen, in Leverkusen zu wohnen. Okay, ist auch noch eine Stadt, aber so in der Kategorie. Und dann trotzdem zu sagen, ich mache aber urbane Fotografie, also Fotos von der urbanen Stadt, sagen wir es mal so. Ja, stimmt, das ist wirklich. Also stimmt, gegensätzlich. Es ist gegensätzlich. Wieder so, Gegensatz hatten wir auch eben schon mal. Das ist ja eigentlich interessant. Ja, ja, vielleicht suche ich irgendwie so die Ruhe in der Stadt. Die es ja auch gibt. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die Ordnung im Chaos. Ja, stimmt, Ordnung. Wie man Chaos es auch immer nennen möchte. Auch, weil ich ja dann, meine Bilder sind ja eher ruhig. Da ist ja auch nicht so viel drin meistens. Das sind eher so. Nicht minimalistisch unbedingt, aber es ist auf das Wesentliche konzentriert. Man muss halt genau gucken, ne? Ja, finde genau. Ich. Du hast noch ein Wort, ne? Architektur. Architektur findet sich in vielen meiner Bildern. es reizt mich sehr. Wieder diese Geometrie, die Grafik. Die Baustellen auf dem Weg zur fertigen, vollendeten Architektur. Genau. Ja. Und prima. Perfekt. Welches Sternzeichen bist du? Widder. Okay. Jetzt bin ich aber, hat das irgendwas? Ist das ich wollte es nochmal wissen. Also, ich kenne jetzt die Charakterzüge, die Klischee-Charakterzüge der Widder nicht, leider. Aber ich dachte so, vielleicht auch ein Zwilling, so wie ich. Ich hab schon, Kreative, ne? Ja, ich habe schon sehr viel rausgehört, wo ich mich wiederfinde, auf jeden Fall. Also in gewissen Zügen. Doch. Okay. Chaotisch und gleichzeitig doch lieber auch, also ich mag Ordnung, aber ich brauche es nicht unbedingt ordentlich. Und ich mag auch gerade Linien sehr gerne und bin auch kreativ und deswegen kann ich auch vieles doch auch weitestgehend nachvollziehen. Also dass man dann oftmals sich doch wieder in Frage stellt und sich denkt, was mache ich hier eigentlich und hat das überhaupt noch Sinn? Und dann ist man aber wieder in so einer Phase, wo man total viele Erfolge für sich sieht und dann, hey, es geht weiter, es ist super. Ja, ja. Deswegen verstehe ich das voll. Genau.
Genau. So, okay. Na gut. Es war kein Zwilling. Was ich auf jeden Fall nochmal loswerden möchte, ist natürlich der obligatorische Hinweis. Die Bilder kann man sich nicht nur ansehen auf der Homepage www.aw-fotoart.de. Foto mit F. Nein, man kann sie dort auch käuflich erwerben. Und zwar auf den verschiedensten Medien. Mhm. Das heute. Und es gibt auch verschiedene Formen, ne, des Drucks. Genau. Es gibt verschiedene Größen, verschiedene Trägermaterialien, also wie einfach ein normaler Fotodruck oder ich persönlich mag Leinwände ja sehr gerne, muss ich sagen. Leinwand, eigentlich, also Alu-Dibond gibt es dann hinter Acrylglas. Oh, das ist voll schön, das habe ich auch schon gesehen. Ja, das sieht sehr schön aus. Es gibt auch nochmal so eine Tiefe in dem Bild. Ja, und macht es voll edel, finde ich. Ja. Ja. Also das nur der dezente Hinweis. Wir kriegen kein Geld dafür und wollen es übrigens auch gar nicht. Aber wenn du schon die Zeit nimmst und wir schon so viel über deine Fotos reden, wo findet man sie, wo kauft man sie? Ganz einfach www.aw-fotoart.de. Genau. In diesem Internet. Wir haben es aber auch verlinkt. Auf unserer Seite ausgangpodcast.de. Genau, wir verlinken auch Anushkas Facebook-Seite bei uns. Das wird automatisch gemacht, das machen wir dann auf jeden Fall. Und werden auch nochmal so ein kleinen Blogpost darüber schreiben. Und auch mal zeigen, mit welcher Kamera du fotografierst, weil das finde ich total interessant. Das ist aber auch ein Foto von der Kamera. Genau, darauf wollte ich hinaus. Genau, perfekt. Uns findet ihr nicht nur auf unserer Homepage ausgangpodcast.de, sondern auch auf Instagram, da sind wir ausgangpodcast. Und wenn ihr Lust habt, sind wir auch auf Twitter zu finden unter @zumausgang. Ansonsten gibt es auch eine Facebook-Seite mit dem Namen ausgangpodcast. Ja. Überall sind wir vorhanden. Wahnsinn. Unglaublich. Genau. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne auf diesen Medien, wie euch unsere Folgen gefallen. Wenn ihr Lust habt, nennt uns auch mal einen Themenvorschlag. Wenn ihr selber mitmachen wollt, meldet euch natürlich auch gerne dort. Und wir sind natürlich sehr kölnlastig. Ja. Ist keine Voraussetzung. Ein bisschen. Es gibt technische Möglichkeiten. Richtig. Diese Distanzen. Also, wenn ihr gerade auf Sri Lanka zuhört oder sowas, wir finden sicherlich online eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Ganz genau. Und eine Sendung aufzuzeichnen. Von überall könnt ihr uns eine Geschichte erzählen. Es geht alles auch online. Und wir sind auch mobil. Also, immer mal wieder unterwegs. Genau. So. Jetzt sind wir aber an der Stelle und sagen vielen, vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank dafür. Kommen. Genau. Es war sehr schön. Ja, finde ich auch. Ich danke euch. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Genau. Wünschen einen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Richtig. Schönen Start in den Arbeitstag oder aber auch Feierabend. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Teilt diesen Podcast. Bis dahin. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe für dich produziert von Seto Productions. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt es im Beitrag unter ausgangpodcast.de.